So Leute, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Versuch. Kann bei in die Flucht zuschlagen. Wieder diese Plagegeister, das sterben. Ja, wir sind immer noch. So. Du willst ihnen das Land stehlen. Ja, das wollen wir. Ja, das wollen wir. So ein bisschen. Ja, das ist. Versuchen wir es trotzdem nochmal mit Andy. Nee. Nee, mach Max, das ist glaube ich besser. Ich meine, natürlich bringt mir meine Fernwaffen dann nicht so viel. Aber du kannst deine Kampfpanzer schön in die Städte reinstellen und einfach warten dann. Naja, vor allen Dingen kann ich jetzt erstmal im ersten Zug die nur mit den Kampfpanzern terminieren und meine Jagdpanzer da hinten in Sicherheit lassen. Jupp, und dann ziehst du in dem nächsten Zug die Kampfpanzer einfach wieder zurück in die Städte. Genau. Terminieren. Und ich meine, bis dem deine Kampfpanzer kommen. Das Problem ist halt, ich trau mich halt nicht, das nur mit den Dings zu machen. Nur mit den Jagdpanzern zu machen. Das hätte ich versuchen können. So, die stellen wir nämlich jetzt da direkt dahinter. Ich weiß, es wäre besser, wenn die in den Städten stehen würden, aber wie stellt man die am besten hin? Die hättest du dahinter stellen sollen. Nö. Bam. Okay, gut. Und jetzt haben wir noch ein Feld da mehr. Warum auch immer? Du könntest die, ich hätte in die großen Berge, die da genau in der Mitte sind, gestellt, die Mecha-Einheit. Ja. Da kommt die Mecha-Einheit langsam hin dann. Beziehungsweise erst, wenn die dann da sind. Genau. Der hat seine Gabe ja jetzt schon voll. Warum? Naja, nee, noch hat er die Gabe nicht voll. Oh, er greift dich nicht mal an. Nee, er traut sich nicht mit Jagdpanzern, Kampfpanzer anzugreifen. Genau, und jetzt ziehst du deinen Kampfpanzer in die Städte zurück und er kann nichts anderes mehr machen. Außer mich anzugreifen. Und vor allen Dingen, er kann mich nur mit einer Einheit angreifen. Das ist ziemlich gut. Und ich kann ihn ein bisschen verletzen. Das ist also halt... Vorausgesetzt, du tötest jetzt nicht den Jagdpanzer, wenn er dich angreift, dann kann er dich mit nur zwei Einheiten angreifen. Ja, er kann jetzt aber, guck mal, er kann nur mit dem Kampfpanzer kann er nicht angreifen, also wird er wahrscheinlich wieder gar nicht angreifen. Aber dann kannst du ihn angreifen, aber er wird sich auf jeden Fall davor stellen. Das ist natürlich gut. Dann kommt er irgendwann natürlich mit den Kampfpanzern an, aber die stehen in Reichweite. Also da nicht, achso, dann sollte ich die vielleicht... Nee, lass es doch stehen, die müssen sowieso rankommen vorher. Ja, aber guck mal, ich komme ja an das Feld nicht ran, wenn er da mit dem... Also es geht, solange wie er nicht mit dem Jagdpanzer rankommt, das ist richtig. Ich meine, du könntest deine Mech-Einheit noch auf den Berg stellen. Oder zumindest jetzt in den Wald und dann erst, ja, wenn er da ist, in den Berg. Ja, werde ich auch machen. Dass er dann erst angreifen muss. Dann werde ich das da unten... Nee, falsch. Zack. Ich werde die da runterstellen, dass die nachher dahin kann und die Einheit dann da hoch. Dann stelle ich die da hin. Ja, ist in Ordnung. Zack. Mal sehen, was er macht. Gar nichts. Sehr schön. Ah, sehr schön. Ich kann seine Kampfpanzer angreifen. Jo, und du zerlegst die auf jeden Fall, denke ich. Na, zerlegen ist... Guck mal, mit einem normalen könnte ich jetzt seinen Dings angreifen. Seine Artillerie kann ich natürlich mit Max nicht. Ist gut, dass du mit dem Kampfpanzer jetzt so die Kampfpanzer zerlegen kannst schon. Genau, weil jetzt dadurch stehen nämlich seine Jagdpanzer erstmal weiterhin im Weg. Seine Jagdpanzer können halt nichts groß machen. Die könnten nichts ausrichten und solange wie sie dort im Weg stehen, sowieso noch viel weniger. Ich finde es super, wie das seine Kampfpanzer direkt bei dir in die Reichweite gestellt hat. Ja. Hast du seine Ruhe gesehen? Vielleicht hat er von Max Fernkämpfer einfach keine Angst. Bam. Plam. Kann ich ruhig machen. Das gönne ich mir. Nur, dass du jetzt deine Mech-Einheiten dem Beschuss ausgesetzt hast, ne? Wow. Du weißt schon, dass eine Mech-Einheit von einem Berg mit Deckung 4 runterschießt, ja? Ja. Aber sie schießt runter. Sie kann beschossen werden. Ja, ist egal. Mach du. Du hast diesmal mehr Plan als letztes Mal. Das auf jeden Fall. Ach, na gut, ich hätte. Ich hätte vielleicht da unten seinen Panzer. Naja, nee, muss nicht sein.
Ich glaube, er greift jetzt wirklich meine Mecha-Einheit an. Jupp. Warum auch immer mit dem Fünfer? Schade, hast du nicht zerlegt. Hä? Auf einen Kampfpanzer. Ich find super, wie die nach hinten fliegen. Was fliegt nach hinten? Deine Mech-Truppen. Mhm. Die klatschen voll am Berg auf. Jo. Es so, sieht irgendwie ein bisschen brutal aus, oder? Du solltest aber jetzt momentan möglichst schnell seine Kampfpanzer legen, bevor er auf die Idee kommt, die auf die Städte zu stellen und zu heilen. Naja, gut, also. Ne? Allerdings hätte ich jetzt... Das ist jetzt natürlich etwas... Achso, warte mal. Hast du noch Raketenwerfer da stehen? So, du... Stirb erstmal so ein Stückchen. Oh ja, gut, das hätte aber auch besser funktionieren können. Ah, der hat keine Munition mehr. Mhm. Dann würde ich ihn zurückziehen. Bam. Ich ziehe nachher trotzdem auf die Stadt zurück. Der Kampfpanzer ist weg, jetzt könntest du ihn eigentlich dann genauer. Weil grob viel kann dir ja nicht mehr passieren. Nee. Also viel brauchst du es auch nicht mehr. Ich meine, du hast doch unten den Kampfpanzer. Und einen Drittel Jagdpanzer. Wow, wie er dich nicht mal angekratzt hat. So gefällt mir das Spiel doch schon ein bisschen besser. Wieso steht dein Kampfpanzer eigentlich nicht mehr auf der Stadt? Ich hab's gerade vorgezogen. Das ist schlecht. Warum denn? Du brichst aus der Taktik aus. Du, guck mal, der kann mich hier angreifen und da angreifen. Und so kann ich... Richtig, aber in der Stadt bist du geschützt und kannst halt dich heilen. So kann ich ihn aber wenigstens noch ein Stück angreifen. Ich sag dir, du wirst jetzt verlieren. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Hast du gesehen, was er mir schon verletzt hat? Meinen... Du musst ihm eine Infanteristeneinheit lassen und dann musst du durchrennen. Und dann eine Basis einnehmen. Meinst du, ich stelle seine Infanterieeinheit mitten in vier von meinen Einheiten, oder wie? Hier, immer noch nicht angreift den Kampfpanzer. Nee, nur im Fernkampf. Jagdpanzer wird niemals einen Kampfpanzer angreifen. Ah, du kannst jetzt schön mit dem Jagdpanzer die Artillerie abschießen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ach du, es bringt auf jeden Fall. Ja gut, das war egal. Du brauchst den Kampfpanzer dann nicht wegziehen. Ich meine, du kannst durch deine eigenen Einheiten kannst du ja durchziehen, ne? So. Maximum? Verstehst du, weil Max und so? Max, ja. Oh. Jetzt jagen wir erstmal den weg. Obwohl das jetzt eigentlich nicht das Schlauste war. Machen wir es trotzdem. Wieso ist das nicht schlau? Gefahr gebannt? Das ja. Aber es wäre eigentlich schlauer gewesen, wenn ich den da hinten angegriffen hätte, die Mecha-Einheit. Weil also, du kannst doch jetzt mit deinem Kampfpanzer die Mecha-Einheit, vor allem mit dem Jagdpanzer die Mecha-Einheit. Ja, aber mit dem Jagdpanzer die Mecha-Einheit, die Bazookas zurückschießt. Ich habe zwar maximal, aber es wäre cooler gewesen. 93, ja gut. Aber mit dem Kampfpanzer zum Beispiel hätte ich ihn komplett weggenutzt. Gucke dir das mal an, wie viel Schaden er jetzt noch gerissen hat. Du hast fast einen Kratzer im Lack. Ja. Egal. Wie die größere Gefahr. Also, Gefahr. Naja, was man halt so als Gefahr bezeichnet, ne? Drei Kampfpanzer hat sie dir weggeschossen, oder? Ja. Heutzutage wird ja alles als Gefahr bezeichnet. Ach, egal. Hast du jetzt geeint? Mhm. 72%. Nö, ich jag erstmal die Panzer weg. Der ist sowieso beschäftigt. Mit seinem Einnehmen. Diese Segelohren. Ich meine, ich wollte natürlich sagen, wie traurig er aussieht, wenn er eine Einheit verliert. Ja, das ist schon. Also dieses Spiel ist auf jeden Fall schon sehr witzig. Das sind hochqualitative Animationen. Das sowieso. Also dafür, das muss man ja Nintendo lassen.
für die damalige Sache. Und jetzt müsst ihr euch das Ganze ja natürlich etwas kleiner vorstellen, als ihr euch das jetzt hier auf eurem Bildschirm angucken könnt. Für diejenigen unter euch, die jetzt etwas jünger sind und nicht wissen, was ein Nintendo, was ein Game Boy Advance ist. Ich glaube, die Auflösung war... Meinst du, du hast so junge Zuschauer? Meinst du, hast du überhaupt Zuschauer? Ein paar. Zwei oder drei. 180p, glaube ich, ne? Ich glaube, das war ungefähr die Auflösung, die man... keine Ahnung, ich weiß gerade nicht. Auf einem Game Boy Advance... Hat. Du hast keine Munition. Du hast noch zwei Munitionen. Jetzt so nah ich wieder volle Munition. Bam. Da-dam, bam. Ba-dam, bam, bam. Bam, badam, badam, badadam, badam, bam, bam, badam, bam, Hund. Warum nicht 100? Weil der vielleicht in der Stadt steht. Ich habe gefragt, warum nicht 100? Weil der vielleicht in der Stadt steht. Das könnte sein. Vielleicht steht er in einer Stadt. Es könnte auch sein, dass er in der Stadt steht. Jetzt nicht mehr. Jetzt fliegt er aus der Stadt raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Yay, du hast gewonnen. Noch nicht. Okay, du hast gewonnen. Noch nicht. Beeilst du dich mal ein bisschen. Hey, wir müssen noch 4 Minuten, 3,5 Minuten ausfüllen. Feuer. Warum nicht 100%? Ja, ich verstehe schon. Bam. Das war klar. Meinst du, der kommt noch zu einem Zug? Nö, nicht wirklich. Nein. Vor allem der Jagdpanzer macht mehr Schaden an Infanterie, kann das sein? Nee, der Kampfpanzer ist nur einfach beschädigt. Ach so, ja gut. Grotesk! Ach, willst du den sprechen? Sprich du Kanbei. Nee. Ja, okay. So viel königliche Streitkräfte in so kurzer Zeit besiegt. Lückzug! Ich kann selbst nicht mehr. Hey, wir haben den S-Rang geschafft. Yay. Hell yeah. Wir haben auf Navi gehört. Nee, wie heißt es? Navi? Navi? Dein Ernst? Immer wenn es irgendwo so eine beratende Figur in Computerspielen gibt. Navi. Ja, aber ich meine, dafür, dass wir einen S-Rang bekommen haben, ist es auch in Ordnung, dass wir es zweimal gemacht haben. Moment, wie hieß sie? Sie heißt Nell. Nell. Kanbeis genau. Aufmarsch. Erledigt in 6 Tagen. Wir kriegen 12 Pfundsmünzen. Vielleicht kriegst du noch Rangaufstieg jetzt dadurch. Ja, Jademaus. Ja, der Maus? Ja, der Maus. Bestehende Daten überschreiben, ja. Überschreiben die Daten? Überschreiben. Oh Gott. Tap, 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 tap. Was sollen wir tun, Sonja? Was soll ich nur tun? Wie die aktuelle Gefechtslage ist, würde ich sagen. Ja, ich hab verloren. Warte mal. Gucken wir meine uns... Einheiten wurden zerlichtet. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Aber okay. Ich würde gerne, aber geht das denn gar nicht? Nein. Ich weiß gar nicht, wie das in diesem Spiel mal gehen sollte. Was denn? Ich wollte eigentlich mal ins Hauptmenü und mal in die Fondsmünzenabteilung reingucken. Hast du Start? Musst du vielleicht Start drücken? Wenn ich Start drücke, gehe ich in den Kampf. Wenn ich Select drücke, geht's auch nicht. Und B drücken geht auch nicht. Und L und R erst recht nicht. Und die Mail-Taste hat der Advance nicht gehabt. Ja, ich weiß. Die Power-Taste gibt's noch. Nein, ich müsste wahrscheinlich das Spiel jetzt kurz resetten. Kann ich das steuern? Sag doch, die Power-Taste gibt's noch. Zack. Dann machen wir das mal ganz schnell so. Wir gucken mal rein, was Hachi so für uns hat. Oh, wow. Willkommen zu Advance. Wow. What? Oh Gott. Oh je, wir wollen aber den letzten Speicherstand laden. Ich hoffe, dass der gespeichert hat. So Leute, dann war's das für heute. Ich gucke jetzt ganz schnell, ob wir es gespeichert haben. So, muss ich den Kampf nochmal schnell durchspielen. Drückt gleich die Daumen. Beziehungsweise, wenn ihr das seht, ist es sowieso schon zu spät. Ja, dann ist das schon alles beendet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir haben den Spielstand auf jeden Fall bis ein Level vor Kanbei. Und dann bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.